kommen. Es ist viel zu dunkel. Man kann mich überhaupt nicht erkennen. Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid zu meinem Neuzugänge-Video für den Monat Juni. Ich hatte ja gesagt, dass ich so am 10. und am 25. des Monats immer ein kurzes Update-Video machen möchte. Ob es denn jetzt auch so kurz wird, das wird sich zeigen. Ich stelle meine Neuzugänge vor für diesen Monat, alles das, was bisher reingekommen ist. Und dann zeige ich euch kurz die Bücher, die ich aktuell lese. Dann, also es wird doch kein kurzes Video, habe ich das Gefühl, habe ich hier auf meiner rechten Seite drei Bücher liegen, die ich aus meinem Sub aussortiert habe, die ich auch gerne zur Verfügung stellen möchte. Dazu aber gleich mehr. Und dann habe ich noch eine Idee gehabt, die ich gerne umsetzen möchte und die stelle ich euch dann am Ende des Videos vor. Aber zuerst mal, zu den Neuzugängen in diesem Monat. Es ist nicht ganz so viel geworden. Ich habe mich mal wieder infizieren lassen von den Booktubern da draußen, die mir ja immer unheimlich viel Input geben und die mich immer auf tolle Ideen bringen. Andi zum Beispiel vom Kanal Büchersüchtig hat letztens ein Buch in die Kamera gehalten, welches er zu den besten Thrillern gezählt hat. Den Link zum entsprechenden Video packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und er hat uns allen dieses Buch sehr ans Herz gelegt, Die Geduld der Spinne. Es ist ein purer Psychothriller. Es handelt um einen Gefangenen in einem Staatsgefängnis in den USA, der eine Frau brutal umgebracht hat und der von einer Psychologin untersucht wird. Diese soll feststellen, ob er schuldfähig oder schuldunfähig ist. Und das Besondere an diesem Mann ist, dass er unter einer multiplen Persönlichkeit leidet. Ich weiß, dass es nicht der richtige Fachausdruck ist, aber der fällt mir gerade nicht ein. Irgendwas mit DIS. Entschuldigung, aber das musste ich jetzt mal eben nachgucken, weil ich hasse es, wenn man diese Wörter, diese Fachbegriffe alle durcheinander schmeißt. Der Typ leidet unter einer dissoziativen Identitätsstörung. Das heißt also, in seinem Kopf befinden sich verschiedene Charaktere, die je nach Situation das Denken und das Handeln übernehmen. Und das klang so spannend, weil ich bin da ja echt ein Riesenfan von, dass ich mir das Buch gleich gekauft habe. Es ist geschrieben von Jonathan Nassau oder Nassau, im Heine Verlag erschienen. Ich habe leider nicht mehr diese tolle Ausgabe gekriegt, die Andi hochgehalten hat. Ich fand es ein bisschen schöner, aber das geht auch so voll in Ordnung. Und das Buch kostet nur 9 Euro, was ich besonders erfreulich fand, also 8,99 Euro. Ja, ich habe schon angefangen, bin schon auf Seite 252. Es liest sich großartig, aber eine Einzelrezension bzw. eventuell eine Doppelrezension mit einem anderen Thriller gibt es dann noch. So, das ist das erste Buch der Neuzugänge. Das zweite Buch der Neuzugänge ist auch wieder so ein Buch, was mir ein anderer Booktuber empfohlen hat und wo ich nicht Nein sagen konnte. Und zwar hat Phil vom Kanal Phils Osophie das Ding hochgehalten und es ist von Christine Drews, Denn mir entkommst du nicht. Ein Kriminalroman. Ja, ich weiß, dass ich grundsätzlich immer so das eine oder andere Problem mit deutschen Krimi-Autoren habe, aber es ist nicht das erste Buch, es ist von Phil sehr gut besprochen worden und mein Buchhändler hat mir auch gesagt, dass es sehr, sehr gut sein soll, was natürlich dann für mich auch ein Kaufgrund gewesen ist. Und was ich besonders interessant finde, es ist ein Münster-Krimi. Und da ich ja lange Zeit in Münster nicht nur zur Schule gegangen bin, sondern auch über 20 Jahre in Münster gearbeitet habe und aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Münster komme und auch die Tatorte aus Münster immer ganz interessant fand, habe ich mir gesagt, okay, gibst du der Christine Drews mal eine Chance und es soll ja auch relativ blutig sein und ich bin mal gespannt, was daraus wird. So, das ist der zweite Neuzugang.
Dann, das hatte ich aber auch schon im letzten Video angesprochen, da hatte ich das Buch aber noch nicht da, ist er hier eingezogen, der King, und zwar Qual. Ich muss etwas nachbeleuchten bei mir, weil es schon etwas später ist. Ich hatte in dem letzten Video ein anderes Cover eingeblendet. Das gefällt mir natürlich auch sehr gut. Das sind diese Cover mit diesen Objekten drauf, was ich ja auch schon bei Puls habe und so weiter. Und es ist jetzt halt gekommen und auf meinem Sub gelandet. Ich werde euch berichten, wenn ich es lese. Und dann habe ich dieses Buch, was ich euch hier einblende, noch gekauft. Ich habe wie ein Bescheuerter danach gesucht. Ich habe es schon angefangen zu lesen, bin also so bei der Hälfte ungefähr. Ich weiß nicht, wo es ist. Also ich bin ja auch da in der Beziehung so verpeilt, dass ich meine Sachen immer irgendwie irgendwo hinlege. Und ich habe ja nun auch nicht so eine große Wohnung, aber gut, es wird sich wieder einfinden. Es heißt Gutes besser tun. Und zwar geht es hier, es ist ein Sachbuch und es geht hier um den effektiven Altruismus. Hört sich erstmal ziemlich furchtbar an, ist es aber gar nicht. Effektiver Altruismus sagt einfach, Altruismus ist ja das Gegenteil von einem Egoismus, von einem selbstbezogenen Tun. Altruismus bezieht sich auf das Gute, was man tun kann. Und das finde ich immer ganz interessant, gerade wenn man spendet oder sich für eine gute Sache engagiert, sollte man auch wissen, ob es auch den Richtigen oder den Bedürftigen zugutekommt. Ich habe mir zum Beispiel in der letzten Zeit immer mal so die Frage gestellt, ob es wirklich sinnvoll ist, sich zum Beispiel fair gehandelte Produkte zu kaufen. Ihr wisst ja, dass ich ein ganz großer Kaffeetrinker bin und so einen Kaffeevollautomat habe und den dann auch immer mit Kaffeebohnen bestücke. Die sollen natürlich fair gehandelt sein, damit die Kaffeebauern in Afrika, Südamerika auch entsprechend ihren Anteil daran bekommen. Aber kann ich denn sicher sein, dass diese ganzen Labels Fairtrade, One World und so weiter, ob die auch tatsächlich wirksam sind, ob auch tatsächlich das Geld da ankommt, wo es ankommen soll. Ich war mir da nie so sicher oder ich bin mir da nicht so sicher, deshalb habe ich gesagt, ich lese das Buch mal. Es ist schon halb durchgelesen und ich werde euch informieren, wenn ich es ausgelesen habe. Und vielleicht kann ich dann mal so eine Extra-Rezension dazu machen und einfach mal die Fragen, die das Buch auch aufstellt, mal so zur Diskussion stellen, wenn daran Interesse besteht. Ja, das ist der Neuzugang-Update. Kommen wir jetzt zu den gelesenen Büchern. Da ist nicht ganz viel bei rausgekommen. Ich habe einmal Marie-Louise Kelly vor ihren Augen gelesen. Dazu gibt es garantiert noch eine Rezension, weil zu dem Buch habe ich einiges zu sagen. Wahrscheinlich gemeinsam eine Rezension mit Michael Robotham, der Schlafmacher, was ich immer noch lese. Ich komme da auch nicht weiter. Ich bin fast durch. Es ist nicht schlecht, aber irgendwie habe ich mich so ein bisschen an dem Buch festgebissen. Ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende lesen und euch dann spätestens im nächsten Update oder in einer Doppelrezension mit vor ihren Augen dann darüber berichten. Aber so viel erstmal dazu. Dann habe ich begonnen. Letztendlich sind wir dem Universum egal, von David Levithan. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass mir die ersten 10, 20 oder vielleicht 30 Seiten schon einen gewissen Eindruck über das Buch geben. Und so war es auch hier bei diesem Buch. Und ich weiß, dass es eine Young Adult Geschichte ist. Ich habe es mir, das sage ich dazu nochmal, ich hatte es auch in einem der letzten Videos schon gesagt, nicht selber gekauft, sondern es war ein Geschenk von mir, was ich quasi so im letzten Moment wieder zurückgezogen habe, weil ich mir dachte, und es natürlich durch ein anderes Geschenk ersetzt habe, also so ist es nicht, weil ich mir gedacht habe, das ist vielleicht da doch nicht das Richtige und dann habe ich es halt selber behalten. Aber ich bemerke doch, dass das einfach nicht mein Genre ist und es wäre viel zu schade, wenn ich es jetzt lesen würde und nicht gut finden würde. Und deshalb lasse ich mal die ganzen
Booktuber und Blogger, die das Buch gelesen haben, lieber zu Wort kommen. Es hat tolle Kritiken bekommen, für mich ist es nichts. David Levithan, letztendlich sind wir dem Universum egal. Ich weiß, dass es viele von euch schon haben, aber ich würde es gerne zur Verfügung stellen. Alle, die es haben möchten, können sich einfach mal in den Kommentaren oder über private Nachricht oder über Mail melden. Dasselbe gilt im Übrigen auch für Erik Berg, der jetzt mittlerweile auch von meinem Sub verschwunden ist. Ich werde das Buch nicht lesen, weil es sich dabei nicht um das handelt, was ich eigentlich haben wollte. Ich hatte ja erzählt, dass ich in einer Buchhandlung war und einen neuen Skandinavier lesen wollte, weil ich ja ein großer Skandinavien-Fan bin. Und die Buchverkäuferin hat mir dann dieses Buch empfohlen und ja, beim genauen Hinsehen habe ich dann zu Hause festgestellt, dass es sich weder um der Erik Berg weder um einen Skandinavier handelt, noch das Buch in Skandinavien spielt. Etwas enttäuschend, aber muss kein schlechtes Buch sein. Ich würde es aber nicht unbedingt lesen wollen und deshalb, wer Interesse an dem Herrn Berg hat, der meldet sich ebenfalls. Und ja, dann habe ich ja vor einiger Zeit mal das eine oder andere Wort über den Herrn Fitzek verloren. Ich habe hier immer noch den Passagier 23 liegen. Ich habe es angefangen. Ich fand es ganz schlecht, aber ich weiß, dass Sebastian Fitzek eine Riesenfangemeinde hat und es sicher vielleicht noch den einen oder anderen gibt, der das Buch noch nicht gelesen hat. Dementsprechend würde ich auch Passagier 23 zur Verfügung stellen wollen. Ich packe normalerweise Bücher, die ich nicht gelesen habe oder nicht zu Ende gelesen habe, bei uns in diese rote Telefonzelle. Hatte ich ja schon mal von gesprochen, im Dorf bei uns steht eine englische Telefonzelle. Aber die sind einfach wie neu und ich glaube, der eine oder andere freut sich darüber. Ja, also diese drei Bücher verschenke ich. Je nach Gewicht, ich habe mal geguckt, so eine Büchersendung kostet 1 Euro, deshalb ist das auch kein großer Aufwand. Und ja, ich hoffe, es erfreut dann den einen oder anderen. Also schreibt es mir in die Kommentare, wir nehmen dann gemeinsam Kontakt auf. Ja, das war im Grunde das, was ich an Büchern zu erzählen hatte. Es ist eben halt nicht ganz viel passiert bei mir, aber trotzdem dauert das Video schon wieder fast 10 Minuten, wenn man so ins Quatschen kommt. Mein Sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Bücher auf dem Sub und eine dicke Bestellung bei meinem Buchhändler steht noch aus. Dazu möchte ich aber nichts sagen. Denn da habe ich noch eine Aktion vor, die wir in den nächsten Tagen mal angehen. Ebenso habe ich festgestellt, dass bei vielen Booktubern Klassiker im Moment auch ganz hoch im Kurs sind und nicht zu Unrecht, denn Klassiker sind ja Klassiker, weil sie eben halt klasse sind. Und ich habe in meinen alten Schätzen mal gekramt und zwei Klassiker gefunden, die ich ganz interessant finde. Und zwar ist es einmal eine schöne, richtig schöne gebundene Ausgabe von Oliver Twist von Charles Dickens. Ist jetzt nicht so viel zu sehen. Ich habe die schon Ewigkeiten und ich habe sie noch nie gelesen. Ich kann auch nicht sagen, von wann dieses Buch ist. Es ist mit Sicherheit aus den 80er Jahren. Nein, es steht leider nicht drin. Komisch. Und ja, so gemeinsam mit David Copperfield und der Weihnachtsgeschichte ist Charles Dickens natürlich ja, ein Liebling vieler Buchverrückter. Und deshalb stelle ich mal einfach zur Wahl, ob ich den Dickens lese oder, unterschiedlicher kann es gar nicht sein, dieses Buch, was ich vor vielen, vielen Jahren mal angefangen habe und ich sehe auf Seite 44 wohl geschockt zurückgeschreckt bin, Franz Kafka, der Prozess, ja,
was soll man dazu noch groß sagen? Franz Kafka ist allen bekannt, die zur Schule gegangen sind und das in der Schule lesen mussten. Es geht hier um Josef K., der an seinem 30. Geburtstag verhaftet wird und verhört wird. Und wie nennt man sowas? Eine Groteske? Eine Satire? Auf jeden Fall ein, wie es hinten drauf steht, Jahrhundertroman. Schnell gelesen wahrscheinlich. Gut, er ist jetzt, glaube ich, Anfang des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts geschrieben worden. 1925. Und es ist sicherlich ganz keine einfache Lektüre. Sagt mir doch vielleicht einfach mal, habt ihr es schon gelesen? Wie fandet ihr es? Und Dickens oder Kafka? Es ist interessant, aber gut, mal schauen, was daraus wird. Vielleicht komme ich so mal zum Klassikerlesen. Es ist furchtbar warm hier drin, weil nämlich hier auch gerade drei Lampen mein Gesicht anstrahlen, wie man auch an meiner Brille sieht. So viel eigentlich zu meinem Update. Viel mehr ist gar nicht passiert. Eine Sache kann ich noch nicht verraten, wo wir gerade dran sind. Da gibt es aber sicher in der nächsten Woche ein kurzes Infovideo zu und da freue ich mich ganz diebisch drauf. Ich verrate noch nichts. Das wäre nicht fair. Morgen beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich und es kann sein, dass ich mich da auch so ein bisschen festsuchte. Ich bin zwar kein großer Fußballkenner, aber dafür bin ich umso größerer Fan, wenn es um die großen Turniere geht. Ja, ich weiß, das ist bei manchen so, aber bei mir ist es halt so. Ich finde das Gemeinschaftsgefühl, gemeinsam Fußball zu gucken, auch total klasse. Und deshalb werde ich mich etwas einschränken, zudem ich auch noch an meinem nächsten Special arbeite, so ein bisschen, was ja auch so ein bisschen was Besonderes werden soll. Aber nichtsdestotrotz habe ich wieder eine Idee gehabt, die ich sehr gerne umsetzen möchte. Und dafür muss ich aber mal eben ganz kurz hier umbauen und wir sehen uns gleich wieder. Und ich mache jetzt mal das, was man auf YouTube machen muss. So, hektisches Kamerawechseln. Vor uns sehen wir eine Weltkarte. Das habt ihr sicherlich auf den ersten Blick erkannt. Der Plan ist einfach mal zu schauen, wie man die Welt besser kennenlernen kann. Und zwar anhand von Büchern. Und in meiner Hand habe ich einen Pika. So, jetzt kennt ihr sicherlich das Spiel. Wo fahren wir das nächste Mal in Urlaub hin? Wir nehmen einen Dart-Pfeil und werfen diesen entsprechend auf die Weltkarte. Und da, wo der Dart-Pfeil stecken bleibt, da fahren wir hin. Das plane ich auch mit dieser Weltkarte. Ich habe allerdings noch keinen Kork gefunden, wo ich diese Karte draufziehen kann. Aber in der nächsten Ausgabe dieses Formats wird es das geben. Zudem werde ich mir einen Dart-Pfeil besorgen und dann werde ich mit dem Dart-Pfeil auf die Karte zielen. Aber jetzt muss dieser Pin reichen. Ich schmeiße den Pin einfach in die Luft und schaue, wo er landet. Er landet hier und da ist nichts. Osterinseln. Ich glaube, unser nächstes Buch spielt auf den Osterinseln. Ich glaube, da lässt sich was finden. Ich bin mal gespannt. Das war's auch erstmal für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schreibt mir ganz, ganz fleißig Kommentare. Gerade zu dem Thema Klassiker und auch wer die Bücher haben will, bitte auf jeden Fall kurz schreiben. Denn wie der große Franz Kafka schon sagte, wenn man einander schreibt, ist's, als wäre man durch ein Seil verbunden.